Willkommen bei In der Stufenpyramide des Diosa. Imhotep, der Architekt der Stufenpyramide, genoss bei Pharao Djoser und dem gesamten ägyptischen Volk großes Ansehen. Die Inschrift an der Basis einer Statue des Djoser, die 1926 entdeckt wurde, preist Imhotep als großen Zimmermann, Bildhauer, Steinmetz und Hohepriester. Über Imhoteps Leben ist ansonsten wenig bekannt. Obwohl er auch einige medizinische Abhandlungen verfasste, war er vor allem für sein umfangreiches Wirken als Architekt berühmt. Von der äußeren Form der Pyramide bis hin zu Details im Inneren setzte Imhotep sein ganzes Können daran, dem König ein Denkmal für die Ewigkeit zu schaffen. Die beeindruckende Stufenpyramide wurde aus Steinblöcken statt der bisher verwendeten Lehmziegel erbaut. Nie zuvor hatten Ägypter ein ähnlich hohes Bauwerk erschaffen. Imhotep wollte, dass der verwendete Stein an natürliche Materialien erinnert. Der Ruhm des Grabkomplexes des Djoser überdauerte die Jahrhunderte und Jahrtausende und sein herausragender Architekt Imhotep wurde während der Spätzeit von den Ägyptern verehrt wie ein Gott. Zusätzlich zum zentralen unterirdischen Palast des Djoser grub man 11 Schächte. Jeder von ihnen war 33 Meter tief und mit einer horizontalen, etwa 20 Meter langen Galerie verbunden. Die ersten 5 Galerien sollten die Mitglieder der Königsfamilie aufnehmen. Zwei Gänge führten in den Untergrund, gabelten sich in 3 Richtungen und führten zu den Lagerräumen. In diesen großen, unterirdischen Gewölben wurden zeremonielle Grabbeigaben verwahrt. Eine der Galerien, die an der Ostseite der Pyramide beginnt, enthielt 40.000 Steingefäße. Viele von ihnen gehörten schon den Vorfahren des Königs. Die Grabkammer des Djoser liegt am Grund eines 28 Meter tiefen zentralen Schachtes. Der Ägyptologe Jean-Philippe Loire glaubte, der Raum habe ursprünglich aus polierten Kalksteinblöcken bestanden und seine Decke sei mit 5 zackigen Sternen verziert gewesen. Irgendwann wurden die ursprünglichen Kalksteinblöcke jedoch durch Rosengranitblöcke ersetzt. Zurück blieben nur einzelne Fragmente von mit Sternen verzierten Kalksteinblöcken. Am Fuße der Kammer gibt es zahlreiche Tunnel, die in alle Richtungen weiterführen. Dieses Labyrinth aus Tunneln und Kammern erstreckt sich über 5 Kilometer. Man fand viele Sackgassen und Scheintüren. Vielleicht mehr ein Symbol der Unterwelt als ein Instrument zur Abwehr von Dieben. Anders als bei den Pyramiden von Gizeh oder des Menkaure fand man bei der Pyramide des Djoser keinen von Dieben angelegten Zugang. Und das war auch gar nicht nötig. Die Tempel und Korridore waren leicht zugänglich und waren die Diebe einmal im Innern, konnten sie die Tempel problemlos ausräumen. Man weiß nicht, wann die Mumie des Djoser gestohlen wurde. Alles, was blieb, war ein linker Fuß, den der französische Ägyptologe Jean-Philippe Loire im Jahr 1934 fand. Loire hatte sein ganzes Leben der Erforschung des Komplexes gewidmet und glaubte, der Fuß könne Djoser gehört haben. Die Räume des Pharao, die man auch die blauen Kammern nennt, sind mit blau-grünen Fayencen geschmückt,
die die Schilfmattenvorhänge an den Wänden und Fenstern seines Palastes imitieren sollten. Der Stein wurde sorgfältig bearbeitet und bemalt, damit er wirkte wie aufgerollte Matten oder Vorhänge. Es gibt zwei lange, parallel verlaufende Räume entlang der Nord-Süd-Achse. Der südliche Raum verfügt über durch Steinpaneele getrennte Scheintüren, während man über den nördlichen Raum in Seitenkammern gelangt. In den angrenzenden Kammern wurden die Schätze des Pharao verwahrt. Die Türrahmen sind aus Kalkstein, in den der Name des Königs eingraviert wurde. Wie im Südgrab sind auch hier die Türstöcke mit Reliefs verziert. Sie zeigen den König bei der Durchführung von Ritualen und beim Besuch von Heiligtümern. Die Innenausstattung ist eine fiktive Ergänzung des Teams, um den Zauber des Ortes zu verstärken. Die kunstvollen Details und die Größe des Komplexes lassen keinen Zweifel daran, dass dieses Grabmal ein technologisches Wunder seiner Zeit war.